Okay, ein kurzes Update für euch Gorichs. Wie man vielleicht gemerkt hat, ich habe jetzt die letzte Woche nichts hochgeladen, nichts gestreamt. Nein, ich bin nicht wieder verschwunden. Nein, nein, ich existiere noch und ich möchte das auch so halten. Es macht mir sehr viel Spaß, keine Sorge. Grund ist, ich arbeite sehr viel und ich werde Ende diesen Monats umziehen. Hat Gründe, möchte ich nicht sagen. Nichtsdestotrotz, das ist Stand der Dinge. Ab nächsten Monat werde ich dann wieder regelmäßig streamen und aufnehmen können. Beziehungsweise ich werde auch, keine Sorge, ich werde auch jetzt schon wieder fortfahren, weil die meisten Sachen sind soweit erledigt. Das größte Teil ist über den Damm. Ja, okay, das ist so ungefähr die Grundaussage. Ich werde dann auch anfangen mit diesem Let's Play for You, was ich angekündigt hatte oder was ich gesagt hatte. Ich habe dazu auch schon 3 Stunden oder so aufgenommen, von daher. Es ist alles dufte. Okay, eine Ankündigung. Nächsten Monat, 18. März, kommt ein Spiel raus. Ein Horrorspiel, das sich Obscuritas nennt. Wahrscheinlich hat nie jemand was davon gehört. Es ist auch besser so. Für die Leute, die schon länger dabei sind und die es verfolgt haben, Pineview Drive. Das ist ein Horrorspiel von einer deutschen Firma, die normalerweise sowas macht wie Landwirtschaftssimulatoren und dergleichen. Gabelstapler, Fahrersimulatoren und Reeperbahn-Simulatoren. Egal, lauter solche Sachen. Und die hatten sich mal an einem Horrorspiel versucht. Es ist grauenvoll geworden. Ich habe es gestreamt. Es war wahrscheinlich mein bester Stream, den ich jemals gemacht habe. Ich werde es auch gleich nochmal so ein bisschen zeigen für die Leute, die es nicht mitgekriegt haben. Und jedenfalls, diese Firma macht jetzt ein zweites Horrorspiel, das sich Obscuritas nennt und das wahrscheinlich, soweit ich es richtig verstanden habe, eine direkte Fortsetzung sein wird oder indirekt oder irgendwie damit verbunden sein wird mit Pioneer Drive. Es muss grauenvoll werden, so viel ist sicher, weil die haben sich bereits an 2 weiteren Horrorspielen versucht und das zweite war sogar noch schlechter als das erste. Joe Steiner, wen es interessiert, es war scheiße. Nichtsdestotrotz, 18. März, ich werde es mir holen, Obscuritas, ich werde es streamen, es wird katastrophal sein, ich werde es genießen. Und von daher, ihr seid alle eingeladen für Obscuritas am 18. März, fange ich an. Falls sich nicht noch irgendwas am Release-Datum verändern sollte, aber ich glaube es nicht. Und jedenfalls, jetzt zeige ich euch ganz kurz her, ich zeige euch nur einen kleinen Einblick, warum Pineview Drive eigentlich so ein wunderbares Spiel ist, das jeder mal gespielt haben sollte. Und ansonsten, ja. Like, subscribe, follow, donatet mir all euer Geld. Warnung, nicht von Herzkranken und Schwangeren spielen. Das klingt doch schon mal vielversprechend. Da denkt man sich so, wach, lass ich gleich mal meine schwangere Freundin spielen, wenn ich eine Abtreibung brauche, eine billige. So gruselig muss dieses Spiel sein, denkt man sich da doch. Okay, eine kleine Hintergrundgeschichte zu diesem Spiel. Als ich noch relativ neu war mit dem ganzen Stream, als ich da gerade angefangen habe, da kam immer einer in den Stream rein und sagte so, boah, Diablo, du musst Pineview Drive streamen, das ist voll das übertrieben gute Horrorspiel. Herr Holly LP streams, nee, Let's Plays derzeit. Voll gruselig. Okay. Irgendwann hat sich dann einer meiner Zuschauer erbarmt, mir dieses Spiel über Steam zu schenken. Da habe ich gedacht, wow. Erstmal dem jungen Mod Rechte geben. Und nichtsdestotrotz, klar, Schenken-Gaul schaut man nicht ins Maul. Spielen wir doch mal an. Sieht man so einen Titelscreen, denkt sich so, hey, das sieht doch eigentlich schön und vielversprechend aus. Ein Gesicht im Fenster, so ein bisschen dieser Blur-Effekt, Staub weht auf, die Kerze. Du kannst der Ballerina unter den Rock schauen. Was willst du eigentlich mehr im Leben? Ja. Spoiler, das ist der beste Screen im gesamten Spiel. Das ist das Beste, was ihr in diesem Spiel haben werdet. Es gibt ein paar Sachen, die neu dazugekommen sind. Früher gab es keine Hausbesichtigung und kein Scarecrow, die 8 Briefe. Es gab nur. Ihr könnt sehen, das Spiel ist aufgeteilt in 30 Tage. Einer ist schlechter als der andere. Und ich zeige euch einfach mal, warum dieses Spiel eigentlich so toll ist. Also genießt erstmal mit mir diese wunderbare Cutscene.
Wisst ihr, vor 10 Jahren, da hatten wir Final Fantasy 7 und 8 und 9. Und das waren Spiele, da hat der die Grafik, die das Gehirn explodieren lassen. Und jetzt hast du das hier so, wo einer mit der Kamera irgendwie durch den Wald gegangen ist, ein bisschen hin und her gewackelt hat. Und ja, 20 Jahre später. Wir wissen nicht, was da passiert ist, aber 20 Jahre später. So. Okay. Okay, Loading Screen. Das ist Juan, die Vogelscheuche. Sie sieht gruselig aus, aber sie ist es nicht. Okay, so, wir sind hier. Willkommen im Pine Drive. Benutzt die WASD-Tasten, bla bla bla. Oh mein Gott. Und das ist das Anwesen. Und das hier ist der Weg zurück. Und jetzt zeige ich euch einfach das einzig Logische, was ihr in diesem Spiel machen sollt. Geht hier lang, folge dem Weg, um zu flüchten, damit gibst du auf und beendest das Spiel. Spiel vorbei, wir haben es geschafft. GG, well played, no re. Okay. Aber jetzt mach richtig. Das Spiel weiß, dass es schlecht ist und gibt einfach von Anfang an die Möglichkeit, es einfach sein zu lassen. So richtig. Wisst ihr was? Kumpels, was ist, wenn den Leuten das Spiel nicht gefällt? Ja, wie wär's, wenn wir da so einen Weg nach hinten machen, bei dem man das Spiel einfach verlassen kann? Und dann so. Oh, das ist eine brillante Idee, Bob! Du wirst befördert! Nichtsdestotrotz, wir wollen ja zeigen, warum dieses Spiel eigentlich wirklich so wundervoll ist. Von daher schauen wir uns nochmal diese wundervolle Cutscene an, die so ein bisschen Blair Witch Project-mäßig gemacht ist, wo dann am Ende einer in die Kamera heult und so. Ich komme hier niemals raus! Also. Ach, bitte, warum nochmal ein Loading Screen? Ja, es gibt einen Friedhof hier. Es gibt einen Friedhof. Oh Gott, erinnert mich nicht dran. Also, wir bewegen uns mit den WASD-Tasten. Das ist Pine Drive, so. Als allererstes, schaut euch. Oh, da liegt ein Schlüssel. Aber nee. Oh Gott, jetzt habe ich schon alles gespoilert. Hier ist ein Schloss. Das ist das erste. Man geht hier so zum Tor und so. Ach, finde den Schlüssel zum Grundstück. Tor, naja. Schlüssel, 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 Schlüssel. Oh, hier liegt ein Schlüssel. Okay. Das hier ist ein kleiner Vorgeschmack auf das gesamte Spiel. Etwas ist verschlossen, findet einen Schlüssel. So, jetzt sind wir auf dem Es ist lange Anwesen. her, dass wir gemeinsam hier gewesen sind. Den Erzählungen zufolge hat hier seit Jahren niemand mehr länger als 30 Tage überlebt. Mir bleibt also nicht viel Zeit, wenn ich herausfinden will, was damals mit Linda passiert ist. Wer ist Linda? Ich sollte zunächst einen Weg in das Haus finden. Wer ist Linda? Es wird nie erklärt, aber egal. Ich weiß es auch bis jetzt nicht, ob seine Tochter, seine Frau, seine Freundin oder sonst was ist. So, wir sollen einen Weg ins Anwesen finden. Denken wir uns doch mal an die Fronttür. Ach nein, wie hübsch, sie ist verschlossen. Gut, wo könnte der Schlüssel sein? Schauen wir doch mal durch den Garten. Hier so auf dem Boden. Nein. Da haben wir Low-Polygon-Brüste mit Nippeln. Oh la la, Milady. Ah, okay. Wo könnte der Schlüssel sein? Erstmal durch den Garten ein bisschen schlendern. Schauen wir uns doch einfach mal alles an, was dieses Haus zu bieten hat. Es sieht ja eigentlich ganz hübsch aus. Kann man ja nicht sagen. Es sieht nicht direkt schlecht aus. Es hat eine ziemlich gute Draw-Distance, dass du im Hintergrund noch Sachen siehst. Dann hast du hier Ärsche, die du dir anschauen kannst. Also, was will man eigentlich mehr in einem Spiel? So. Hinten ist ein Leuchtturm, der ein bisschen verpixelt aussieht, aber das ist okay. Batterien, hey! Ah, kannst keine Batterien aufheben, weil du eine Taschenlampe brauchst. Kennt ihr das nicht? Ihr geht irgendwo in den Supermarkt, ihr wollt Batterien kaufen und dann schlägt euch der Kassierer eine ins Gesicht und sagt, du kannst keine Batterien kaufen, du hast keine Taschenlampe dabei. So, das ist Juan de Vogelscheuche. Ein illegaler Mitarbeiter aus Mexiko. Er kam hierher, weil er gedacht hatte, das ist dieses Land der unbegrenzten Möglichkeiten, aber er arbeitet als Vogelscheuche. So, vielleicht können wir in die. Nein, 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 wir können auch nicht in die Hintertür rein. Okay, das auch nicht. Hier sind mehr überdimensionale Batterien, die wir nicht aufheben können. Ein Amboss, weil man weiß ja nie, wann man was schmieden muss. So, okay, wo könnte der Schlüssel sein? Auf der Schaukel? Vielleicht da hinten auf dem Boden, das würde Sinn machen. Ah, nein, Batterien, die wir nicht aufheben können. Ah, nein, nein, nein. Was ich recht schön finde, man kann
Man kann tatsächlich hier ins Haus reinschauen, das ist keine separate Loading Zone oder sowas. Oh nein! Es hat ein Geräusch gemacht. Ihr habt kurz gehört, er hat so gemacht. Er wurde erschreckt. Ich habe Leben verloren. Kennt ihr das nicht auch? Jemand erschreckt euch und ihr erleidet physischen Schaden. So, was können wir machen? Wo ist der Schlüssel? Ah! Er war die ganze Zeit direkt nebenan. So, willkommen im Anwesen von Pineview Drive. Dann sag uns mal, was du zu sagen hast, mein Guter. Ich muss versuchen, einen ersten Hinweis zu finden. Der hat den Sprecher geändert. Der alte war besser. Der alte war besser. Sie haben das Spiel absichtlich noch schlechter gemacht. So, wir sind jetzt im Anwesen. Und jetzt zeige ich euch die Wunderhaftigkeit dieses Spiels. Die Tür ist verschlossen. Finde den passenden Schlüssel. Die Tür ist verschlossen. Finde den passenden Schlüssel. Die Tür ist verschlossen. Finde den passenden Schlüssel. Oh, die Tür ist offen. Und hier gibt es Streichhölzer, die wir mitnehmen können. Hier gibt es Schlüssel, die wir mitnehmen können. Die Tür ist verschlossen. Finde den passenden Schlüssel. Die Tür ist offen. So, schauen wir uns ein bisschen weiter um. Streichhölzer. Wir haben das Maximum an Streichhölzern übrigens erreicht. Wir können nicht mehr als 10 Streichhölzer mittragen, weil ihr wisst schon, so eine Streichholzschachtel. Da passen auch nicht mehr als 10 Streichhölzer oder so rein. So, jetzt geht's hier rum. Wir finden hier überall ein paar Schlüssel. Ich glaube, ich schaue mich jetzt mal. Und Moment, nein, besser noch. So, jetzt zeige ich euch mal. Jetzt haben wir Schlüssel. Und es ist nichts dahinter. Und jetzt können wir anfangen, Türen aufzumachen. Ah, die Tür ist verschlossen. Wenn ihr den passenden Schlüssel. Und das ist dann ungefähr die Geschichte des Spiels. Die Tür ist verschlossen. Wenn ihr den passenden Schlüssel. Dann geht ihr irgendwo rein. Ihr findet einen Schlüssel. Und dann probiert ihr halt mal ein paar Zimmer aus. Ne? Wir können übrigens Licht anmachen. Die Lichtquellen sind relativ erbärmlich in diesem Spiel. Und auch hier ist nichts drin. Aber ein Schlüssel! Okay, die Tür war verschlossen. Wir haben einen Schlüssel benutzt. Jetzt ist sie nicht mehr verschlossen. So. Gehen wir mal nach oben. Oben passiert bestimmt was Tolles. Gibt es hier noch irgendwo einen Schlüssel? Nein. Gibt es hier drüben noch was? Ding. Ja, das Spiel hat übrigens einen Tag-Nacht-Wechsel. Das ist ein halbwegs cooles Feature, aber auch das haben sie komplett versaut. So. Die Tür ist verschlossen. Finde den passenden Schlüssel. Die Tür ist verschlossen. Finde den passenden Schlüssel. So, ich zeige euch jetzt meinen Lieblingsraum im gesamten Spiel. Oh nein, erstmal zeige ich euch die genialen Schatteneffekte. So. Es ist eigentlich noch heller Tag draußen. Und wir haben auch eine Lichtquelle an, aber hier ist der Schatten so hässlich abgekackt, abgeschnitten. Es sieht einfach wunderbar schlecht aus. Machen wir das Licht wieder aus, dann passt. Machen wir das Licht an, haben wir diesen widerlichen Schatten hier. Okay. Nichtsdestotrotz. Wie gesagt, draußen ist noch helllichter Tag, aber hier ist irgendwie alles komplett düster. So, jetzt gehen wir in dieses Zimmer rein. Oh, wir haben Schlüssel dafür gefunden. Was ist denn mit diesem Zimmer los? Guck mal. Das Zimmer hier, warte. Jetzt habe ich die Lampe an. Jetzt habe ich die Lampe aus. Tür ist abgeschlossen. Es gibt keine Fenster. Keine Fenster, keine Lichtquelle an. Dieser Raum ist hell. Dieser Raum ist beleuchtet. Geht mal bei euch zu Hause in die Abstellkammer, schließt euch ein, kein Licht an, kein Fenster und schaut mal, ob ihr auch einen komplett hellen, beleuchteten Raum habt. Ich weiß es nicht. Vielleicht. Dieses Spiel widerspricht den dieser Raum widerspricht den Gesetzen von allem, was logisch ist. Jetzt gehen wir mal da rein. Oh nein! Auch diese Tür ist abgeschlossen, aber die ist offen. So, das wird unser Schlafzimmer sein. Oh, guckt euch einfach mal die Spiegelung an. Die ist richtig schön gelungen. Die ist richtig schön gelungen. Also die ist wunderschön, wenn ich einfach mal einen Spiegel anschaut. Seht euch einfach unser wunderschönes Gesicht an. Das ist noch das schönste Feature am Spiel. So, da werden wir jetzt jede Nacht verbringen hier. Aber was machen wir jetzt eigentlich? Es ist jetzt dunkel geworden. Dieser Raum ist immer noch beleuchtet. Dieser Raum ist immer noch hell. Da ist es nicht komplett dunkel. Es ist zwar dunkler geworden. Oh nein, es macht Geräusche. Es ist zwar dunkler geworden, aber es gibt hier immer noch Licht. So, jetzt haben wir eine Taschenlampe. Wir können auch überall einfach die Lichter anmachen. Wir haben noch einen Schlüssel, den können wir aber heute noch nicht gebrauchen. Was machen wir jetzt? Das ist die Frage. Wir sind jetzt alle Türen abgegangen. Und jetzt kommt
von Tag 1 an, dieser wunderbare Moment, in dem man sich einfach fragt, ja, was mache ich jetzt eigentlich? Wie viel Licht es einfach bietet, ist wundervoll. Und dann läuft man halt wirklich stundenlang durch dieses verfickte Haus und versucht herauszufinden, ja, was mache ich hier eigentlich? Und dann läuft man hier, dann läuft man da, dann läuft man überall. Und ich sage euch eins, man wird nicht herausfinden, was zu tun ist. Und wenn man lang genug wartet und rumläuft, an irgendeinem Punkt sagt einem der Gute, ich weiß nicht, vielleicht sollte ich mal im Keller nachschauen. Vielleicht ist im Keller eine tote Katze, die einen Schlüssel in ihrem Arschloch versteckt hat. Und dann schaut ihr im Keller nach und da ist eine tote Katze, die einen Schlüssel in ihrem Arschloch versteckt hat. Nein! Bam! Und das sind die einzigen Horror-Effekte für dieses Spiel. Irgendwelche Geräusche, die immer zufällig aufpassen. Und dann werdet ihr irgendwann frustriert und schaut weiter. Ah. Die Tür hier! Guck mal. Die wird nie aufgehen im gesamten Spiel. Das ist irgendwie eine Tür, die sie vergessen haben oder so. So. Es passiert hier nichts. Und wie gesagt, ihr schaut 100-mal durch die einzelnen Räume. Und es wird nichts passieren. Und die Glocke läutet. Und es passiert einfach nichts. Und das wird jeden Tag so sein. Ihr schaut jeden Raum 10-mal durch. Was kann hier passieren? Was könnte hier passieren? Es passiert nichts. Warum passiert nichts? Wo passt der Schlüssel rein? Ich habe einen Schlüssel gefunden. Hier passt in keine Tür rein. Und so geht es dann immer und immer und immer weiter. Jeden Tag aufs Neue. Und ich kann euch noch nicht mal sagen, was ich gerade zu tun habe. Denn ich weiß eigentlich, dass ich in diesen Raum hier gehen muss. Dann müsste sich in einem anderen Raum etwas verändern. Aber es tut es nicht. Das ist das Wunderbare. Vielleicht haben sie es inzwischen so gepatcht, dass man den ersten Tag nicht mehr schaffen kann. Nämlich eigentlich müsste sich hier etwas verändern, aber es tut's nicht. Es tut's nicht. Oh, kann ich da reinlaufen? Oh, natürlich kann ich hier reinlaufen. Okay. Ja, wie gesagt, eigentlich müsste sich in diesem Raum was ändern und dann geht's weiter zum zweiten Tag. Aber es tut's nicht. Ist es nicht wundervoll? Es ist nicht einfach absolut wundervoll. Hier draußen passiert übrigens auch überhaupt wirklich gar nichts, wenn man es erwartet. Also das Spiel hat null Horrorwert. Es geht nur darum, Schlüssel zu finden und Türen zu öffnen. Und das 30 Tage lang. Es kommen ein paar minimale Horror-Effekte dazu, aber die sind einer schlechter als der andere. Ah, guck mal da, das ist das, was ich gemeint habe. Und jetzt ist plötzlich aus dem Zimmer an. Also dann finden wir einen Zettel hier. Angekommen im alten Landhaus. Es macht einen ruhigen Eindruck. Ich erinnere mich, das habe ich damals geschrieben. Ja, aber wir werden auch nie herausfinden, was er genau geschrieben hat. Okay, mehr möchte ich auch euch gar nicht zeigen von diesem Spiel. Ich erkläre euch noch eine Sache. Jetzt, was jetzt? Was jetzt, ist die Frage. Das sind immer noch die gleichen Türen offen, es sind immer noch der gleichen Schlüssel, den ich habe. Wir müssen jetzt warten, bis die Sonne untergegangen ist. Sobald die Sonne untergegangen ist, spawnt, erscheint, taucht auf, irgendwo ein Schlüssel, der da zuvor nicht war. Erst wenn die Sonne untergegangen ist, ist hier plötzlich irgendwo in diesem verfickten Haus ein Schlüssel aufgetaucht, den es erstmal zu finden gilt. So, wenn wir diesen Schlüssel gefunden haben, gibt es irgendwo eine Tür, die wir noch nicht 50 Mal probiert haben, die dann plötzlich aufgeht und dahinter finden wir einen Schlüssel. Für eine Tür, die wir finden müssen. Und das 30 Tage lang. Und je weiter man in diesem Haus kommt, man kann das komplette Haus irgendwann ablaufen, desto beschissener wird es. Und irgendwann stehst du einfach nur noch hier 10, 20 Minuten in diesem Haus rum, wartest, bis er dir einen Tipp gibt. So richtig, oh, ich habe da was vom Dachboden gehört. Ich glaube, eine... Da oben werden Sadomaso-Spielchen betrieben. Und dann gehst du hoch und dann hast du zwei alte Biker, die es miteinander treiben. Und einer von beiden gibt dir einen Schlüssel. Und so das gesamte Spiel. Das ist das gesamte Spiel. Es ist so schlecht. Es ist so schlecht. Warum hat Gott uns verlassen? Okay, ernsthaft. Nee. Einfach nur nee.
Ich habe mir gedacht, okay, das war vielleicht ein erster schlechter Versuch von den Machern, ein Horrorspiel zu machen. Dann haben sie irgendwann ein zweites Horrorspiel gemacht, das war schlechter. Von daher erwarte ich, dass das neue Spiel auf Skuritas, alias Pineview Drive 2, nur noch schlechter wird. Freuen wir uns drauf. Bis dahin.